Ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin und in dieser Funktion möchte ich heute mal meine besten Tipps zum Thema Elterngespräche mit euch teilen, wenn andere über dein Kind sprechen, mit dir. Ja, schon eine komische Situation, oder? Gerade weil ja hier auch viele Kita-Freieltern sind, die in diese Situation vielleicht noch gar nicht so gekommen sind, ist das schon immer ein bisschen bedenklich, wenn auf einmal da jemand ist, eine dritte Instanz, die über dein Kind spricht und die dir vielleicht Dinge erzählt, die du nicht weißt. Natürlich ist es tatsächlich so, dass Lehrer, vor allem Grundschullehrer, die ja auch viele Fächer meistens in ihrer Klasse unterrichten, wenn wir noch nicht vom riesen Lehrermangel ausgehen, der jetzt natürlich über Deutschland Stück für Stück hineinbricht, der auch absolut vorhersagbar war, aber anscheinend ja nicht wichtig genug, um sich mal drum zu kümmern. Aber es ist natürlich so, dass Lehrer tatsächlich eine geraume Menge an Zeit mit deinem Kind verbringen und dadurch natürlich dein Kind eben aus einem ganz anderen Blickwinkel einschätzen. Ich persönlich finde das immer ein bisschen schwierig und wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit, ich habe ja ganz viele, also als Lehrerin, ich habe ja ganz viele Kollegen auch gehabt und Kolleginnen, mehr Kolleginnen, wesentlich mehr. Also wenn ich mir jetzt überlege, von wem ich mir da wirklich gerne was über mein Kind anhören würde, das wäre nicht so viel. Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach und ihr solltet euch als Eltern auch das ein bisschen bewusst machen, dass das eine schwere Situation ist und aber auch gleichzeitig ganz genau wissen, was ihr wollt. Ja, welches Bild wollt ihr von euch erschaffen in diesem Gespräch? Wie bewusst geht ihr in so ein Gespräch? Und ich bin der Meinung, es ist wichtig, ganz bewusst in solche Gespräche zu gehen. Und deswegen habe ich jetzt eben in diesem Video mal vor, meine besten Tipps mit dir zu teilen. Und ich verlinke mal hier oben unseren Instagram-Kanal. Ihr seht, wir sind wieder in Deutschland angekommen und sind jetzt auf Besuch, haben einige Dinge zu tun, auch organisatorische Dinge. Und deswegen jetzt wieder der neue Hintergrund. Und ich hoffe, ja, dass ihr uns auch auf Instagram folgt. Wie gesagt, ich hatte es euch verlinkt oben und da erfahrt ihr dann immer mehr über den Reisecontent und über auch mal so ein paar aktuelle Infos. Und ich werde jetzt auch heute oder morgen noch ein paar Sprüche vorbereiten, die mir immer so einfallen, die ich mir dann immer auf meinen Telegram-Kanal auftippe und dann irgendwann sie mit irgendeinem schönen Bild versetze und dann einfach als Impulse noch zusätzlich mit rausgebe. Also meine besten Tipps. Tipp Nummer 1. Welche Eltern wollt ihr für euer Kind sein? Ja? Wie wollt ihr euch vor eurem Kind präsentieren in diesem Elterngespräch? Ja? Das ist für mich die erste Blickwinkelverschiebung. Wie wollt ihr euch vor eurem Kind präsentieren? Nicht mal so wichtig, wie ihr euch vor dem Lehrer präsentiert. Die Lehrer haben zum Teil auch ein schnelles Schubladensystem und das ist eigentlich großartig nicht so wichtig, wie ihr euch nun anzieht, was ihr nun tut. Ihr werdet sowieso die sein, die ihr seid. Und wichtig ist aber, was macht dieses Gespräch mit eurem Kind? Ja, da wollte ich euch diesen Fokus mitgeben, weil das ist eigentlich das Wichtige. Denn wir gehen ja hier bei Händchen in Hand immer davon aus, dass die Bindung zum Kind das Allerwichtigste ist und dass die Bindung zum Kind das ist, was uns antreibt, gewisse Dinge so zu machen, andere Dinge sein zu lassen und so weiter. Ja, also rücke bitte die Bindung zwischen dir und dem Kind in den Fokus. Und da habe ich ein ganz schönes Lied von Reinhard May, der Zeugnistag. Wenn ihr den noch nicht kennt, dieses Lied, schaut da unbedingt mal rein, weil genau solche Eltern will man haben in einem Elterngespräch. Auch wenn es mal ein bisschen zur Sache geht und wenn auch mal ein paar Späne fallen, ist es wichtig, dass ihr diese Art Eltern für euer Kind seid, weil dann fühlt sich euer Kind bei euch immer wohl und geborgen und geliebt und beschützt. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, wenn denn ein Elterngespräch mit Kind stattfindet. Ja, es gibt ja auch solche ohne und da ist das dann natürlich nicht so relevant, ja, was ihr
besprecht, wenn euer Kind nicht euch die ganze Zeit beobachtet, ja? Weil dessen müsst ihr euch bewusst sein, es ist nicht, wie gesagt, nicht so wichtig, was die Lehrerin von euch denkt, aber euer Kind beobachtet euch, während ihr mit dem Lehrer oder der Lehrerin redet, wie ihr euch verhaltet, ob euer Verhalten authentisch ist, ob es so ist wie immer oder ob ihr vielleicht noch ein verletztes inneres Schulkind habt. Dazu werde ich auch noch ein Video machen, das verlinke ich dann hoffentlich noch hier oben. Ansonsten schaut bitte in meinem Kanal nach, weil wenn ich das jetzt schon hochgeladen habe, dann ist es manchmal, vergesse ich dann einfach die Videos nochmal anzugucken und dann wieder neue Sachen zu verlinken. Aber wie gesagt, ihr findet ja auch auf der Suchmaske, zumindest am Laptop, klappt das gut, am Handy funktioniert es nicht so gut, findet ihr alles. Und wenn ihr zum Beispiel eingebt, verletztes inneres Schulkind, werdet ihr dann das Video, so ich es dann aufgenommen und hochgeladen habe, auch finden. Und es geht wirklich darum, wie präsentiere ich mich, was möchte ich. Und zwar eben mit dem Ziel, dass dein Kind eine starke Mama, einen starken Papa da sieht, der sich nicht so leicht ins Boxhorn jagen lässt, ja, von irgendwelchen Autoritätspersonen. Ja, das habe ich schon ganz oft verlinkt, das Video, warum, wie das so ist mit den künstlichen Autoritäten, weil ich da unterscheide zwischen natürlicher und künstlicher Autorität. Da kannst du gerne mal reingucken, wenn dich das noch mehr interessiert. Und das ist im Prinzip mein erster Tipp. Also dieses Lied Zeugnistag, hört mal rein. Wie sind da die Eltern beschrieben? Und ja, solche Eltern wünscht sich, glaube ich, jedes Kind bei einem Elterngespräch. Und dann bitte auch schauen, was ist der Lehrer für jemand, ja? Also ihr dürft euch einstellen auf eine ganz große Bandbreite, wenn ihr noch nie ein Elterngespräch hattet. Wenn ihr jetzt in der glücklichen Lage seid, den Lehrer oder die Lehrerin schon zu kennen, dann ist es natürlich leichter, sich ein bisschen drauf einzustellen. Welcher Typ Lehrer ist es, ja? Ist es ein Typ Lehrer, der von der Sorte, die eins ist eine, ja, ist Leistung im besonderen Maße und immer sehr perfektionistisch, sehr, also nimmt seine Arbeit sehr wichtig, überwichtig, möchte ich sagen, ja, und macht damit auch mehr kaputt, dann dürft ihr selber euch nochmal mehr erden, ganz gelassen daran gehen und einfach eure Überzeugung auch mit in das Gespräch bringen, ja? Ihr werdet den Lehrer nicht erziehen, aber ihr werdet eurem Kind zeigen und ihr werdet auch euch selber zeigen, was euch wichtig ist, was ihr wollt für euer Kind und das werdet ihr dann dementsprechend auch gut kommunizieren können, ja? Wenn ihr jetzt sagt, ich will gar nicht den Lehrer verändern, aber ich kann dem Lehrer sagen, was für mich wichtig ist. Für mich ist zum Beispiel nicht wichtig, dass mein Kind eine 1A-Heftführung hat, weil das ist ein Prozess und das muss nicht perfekt sein, ja. Es muss auch nicht jedes Wort gleich richtig geschrieben sein. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, ganz wichtig. Dass ihr eben für euch klar habt, was will ich, ja, und was werde ich zu Hause nicht mit unterstützen, ja. Und dass ihr das dann auch einfach klar kommuniziert. Ob der Lehrer das dann gut findet oder nicht, das sei dahingestellt. Da muss man dann im Einzelfall auch ein bisschen vorsichtig sein und gucken. Ich verlinke euch hier mal alles zum Coaching, falls ihr da ein bisschen Unterstützung braucht. Ich habe auch viele Elterngespräche schon mit begleitet, also quasi aus dem Hintergrund und die Eltern ein bisschen gestärkt. Natürlich nicht die Lehrer. Lehrer haben sich da bis jetzt noch nicht gemeldet zum Coaching. Das sind meistens Eltern. Und da kann ich euch auch noch ein paar Tipps ganz speziell zugeschneidert auf eure Situation geben. Ja. Dann ist eine Sache, wo ich euch bitten möchte, darauf zu achten. Wenn die Lehrer anfangen, Hellseher zu sein, Wahrsager zu sein, wenn sie Dinge sagen wie, wenn dein Kind das und das macht, dann wird das Schlimme passieren. Oder wenn es weiter das übt, dann wird das und das passieren. Also wirklich schauen und darauf ein bisschen den Fokus richten, wann wird hier hellgesichtet und wahrgesagt. Ja? Also weil wir können unmöglich vorhersagen, was wird passieren, wenn wir dies machen, was wird passieren, wenn wir das machen. Ja, schaut einfach, dass ihr in eurem Leben mit eurem Kind gut klarkommt und versucht, wenn sie euch belasten, die Wünsche und Bedürfnisse des Lehrers auf einer minimalen Stufe zu halten. Ja, also dass ihr nicht jetzt zum Erfüllungsgehilfen des Perfektionismus des Lehrers werdet, und dass ihr auch nicht zum Erfüllungsgehilfen dieses Schulsystems werdet, wenn es euch bedrängt und bedrückt. Ja, muss ich immer dazu sagen, es gibt auch Leute, die stört es nicht. Aber wenn du hier zuschaust, stört es dich vielleicht, ja. Also in diesem Sinne wirklich versuchen, immer so deinen eigenen Weg
zu finden, dir klar zu machen, was ist mein Weg, was möchte ich, und umso klarer wirkst du dann auch nach außen. Also da auch den Lehrer ruhig mal drauf ansprechen, dass das doch spekulativ ist. Ja, wenn ihr jetzt sagt, wenn das Kind mehr Hausaufgaben macht, wenn das Kind mehr übt, wird es besser. Dann dürft ihr mal hinterfragen, ist das denn wirklich so? Dann könnt ihr auch mal Studien sagen, die ihr gelesen habt, oder Dinge, die ihr gelesen habt. Ihr könnt auch gerne mal ein Video von mir teilen. Ist es wirklich so, dass wenn wir das Kind mit Schulstoff überfrachten, dass es dann wirklich besser wird? Oder ist es manchmal auch gut, eine Lernpause einzulegen, ja? Ganz wichtiges Thema. Und dann auf jeden Fall ganz wichtig, auch wenn mal ein Thema kommt, in dem ihr vielleicht wirklich denkt, oh, das könnte mein Kind tatsächlich so gemacht haben, und ihr seid dann ein bisschen sauer auf euer Kind, aber vor dem Lehrer erstmal das Kind schützen. Definitiv ist mein großer genereller Ratschlag für Elterngespräche, erstmal dein Kind schützen. Ja, immer von der Bindung zu deinem Kind ausgehen in Elterngesprächen. Das heißt, selbst wenn du den Verdacht hast, dass der Lehrer vielleicht recht hat, erstmal sagen, ja, das ist eine interessante Sichtweise und ich werde da mit meinem Kind nochmal drüber sprechen und werde dann schauen, inwieweit, was dann unter vier Augen rauskam, und dann melde ich mich bei Ihnen nochmal, ja. Ihr habt nicht die Pflicht, sofort Ja und Amen zu allen Dingen und Anschuldigungen zu sagen, die der Lehrer da auspackt im Elterngespräch. Ja, kann ja sein, weil Lehrer sind ja immer gerne Listenschreiber und dann kommt vieles raus und ihr seid vor den Kopf gestoßen, wisst erstmal nicht, was los ist, und dafür ist mein Tipp, ja, also das sagen Sie jetzt, das war Ihre Wahrnehmung, Ihre Beobachtung, und ich möchte das dann unter vier Augen mit Klein Hannes oder Klein Marie gerne nochmal besprechen, um dann mir mein eigenes Bild zu machen. Und dann komme ich nochmal auf Sie zu und dann können wir das nochmal ganz in Ruhe besprechen. Da kann eigentlich niemand was dagegen sagen. Ja, also wirklich friedliche Kommunikation. Ihr stellt fest, ja, das ist Ihre Wahrnehmung. Ich möchte das nochmal unter vier Augen machen, weil das ist jetzt eine stressige Situation für mein Kind. Das ist auch immer gut, wenn man wirklich alles spiegelt. Ja, wenn man wirklich, und das kommt halt nur mit Bewusstsein. Wenn ich mir bewusst bin, dass das für mein Kind eine stressige Situation ist, kann ich auch, wenn der Lehrer diese Situation noch übermäßig stresst, ja, kann ich das dem Lehrer auch spiegeln, kann auch sagen, hier, schaut mal, ja, so und so ist das für mein Kind und deswegen möchte ich jetzt nicht dieses Gespräch hier an der Stelle weiterführen oder möchte dieses Thema jetzt in diesem Setting, wo mein Kind hier daneben sitzt, möchte ich dann nicht weiterführen, sondern da möchte ich mir erstmal selbst ein bisschen Überblick über die Situation verschaffen und. Da gibt's ja ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten, was man dann sagen kann, um erstmal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ihr dürft auch tatsächlich sagen, also das würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal alleine besprechen. Vielleicht kann mein Kind dann nachher nochmal rausgehen und wir nehmen uns dann nochmal 5 Minuten alleine Zeit. Aber die bessere Variante ist einfach zu sagen, sage ich jetzt erstmal noch nichts dazu und ich rede dann mit meinem Kind nochmal und dann komme ich nochmal vorbei. Ja, das gefällt Lehrern natürlich nicht so gut, weil die natürlich immer gerne alles in einem Termin abhandeln wollen. Ist ja auch deren Zeit, ist auch verständlich, aber das ist einfach nur mein Grundtipp. Wenn ihr wirklich vor den Kopf gestoßen seid, wenn ihr kurz davor seid, dem Lehrer recht zu geben vor eurem Kind, wenn ihr kurz davor seid, mit dem Lehrer auf euer Kind einzuhacken, dann ist das ein guter Hinweis, um sich ein bisschen Zeit das nach hinten zu schieben, sich ein bisschen Zeit zu schaffen, Freiraum zu schaffen, um wirklich bewusst reguliert im Nervensystem auf die ein oder andere Situation zu reagieren, ja. Und es ist wirklich so wichtig, was die Kinder in diesen Situationen, weil das sind für die Kinder sehr stressige Situationen meistens, und es ist sehr wichtig, wie ihr euch in diesen Situationen verhaltet. Und wenn ihr eben auch noch Probleme mit eurem eigenen Schulkind habt und eben noch diese Autoritätshörigkeit ein bisschen drin habt, das ist auch ein Lieblingsthema für mich beim Coaching, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, ihr dürft eine Einstellung haben, die freundlich ist und bestimmt ist. Also ihr müsst nicht ausfallend werden, ihr könnt alles freundlich sagen und dann kann euch auch keiner irgendwelche Vorwürfe machen. Es ist ja nicht verboten, in einem Gespräch auch eben mal die Antwort oder die sofortige Reaktion zu nicht zu geben. Ja, unsere Gesellschaft besteht aus vielen Menschen, die immer sofortiges Handeln erwarten von uns. Und gerade den Hochsensiblen lastet dieser Druck oft sehr auf den Schultern und sie wollen sofort was geben, sie wollen sofort was sagen. Und
ich kann nur immer wieder dazu ermuntern, dieses zu durchbrechen und sich die Zeit zu schaffen, die man braucht, um adäquat auf einen, vielleicht auf einen Vorwurf, auf einen Fakt, auf eine Aussage zu reagieren. Ja, ich hoffe, das hat euch ein kleines bisschen weitergebracht und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr schon so erlebt habt bei Elterngesprächen. Übergriffigkeit zum Beispiel, darüber habe ich ja auch schon mal ganz lange her ein Video gemacht, Übergriffigkeit in der Schule. Vielleicht lege ich das sogar nochmal neu auf, weil früher meine Kamera immer noch so gerauscht hat. Aber auf jeden Fall, schreibt es mir rein, welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder auch vielleicht mal eine konkrete kleine Frage. Kleine Fragen kann ich auch mal in den Kommentaren beantworten. Größere Fragen, da muss dann natürlich ein Coaching her. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine ganz kraftvolle Zeit und freue mich natürlich immer über einen Like, über ein Abo und wenn ihr das Video fleißig teilt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!